Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir nur als Necrolord uns erspielen können. Und da hatte ich mittlerweile schon ein bisschen Glück. Und zwar geht es um das Necrolord Event Mount hier in Cortia. Es ist ja so, dass mit 9.1 bei jedem Covenant 4 neue Covenant Mounts reingekommen sind. Und dementsprechend haben die Necrolord auch ein neues. Hinter mir befindet sich schon der NPC, den man anquatschen kann. Jetzt hat der Kollege hier gerade schon das Event einmal angequatscht. Und das sind bei den Necrolords einmal diese Leichenfliegen. Leichenfliege. Ich habe euch ja schon einen groben Überblick zu den ganzen Mounts geboten, also zu den ganzen Covenant Mounts. Jetzt wollen wir uns im Speziellen hier bei den Necrolord das Event Mount angucken. Ich bin einmal hier in Cortia und zwar bin ich hier auf den Koordinaten 59, 42 und hier befindet sich ein Rare Event. Und bei diesem Rare Event ist es einfach so, wenn der Typ da ist, kann man den anquatschen. Das kann tatsächlich nur ein Necrolord-Spieler. Die Ruhmstufe ist komplett egal. Also ich bin jetzt mit dem Char hier auf 37, also ihr braucht noch nicht Stufe 70 zu sein. Und dementsprechend, wenn ihr den anquatscht, müssen wir einmal den Leichenbalken hier füllen. Der ist am Anfang relativ niedrig. Und wie füllen wir den Balken? Indem wir einfach solche Leichen hier anklicken. Ich kann das jetzt einmal machen. Wir klicken die an. Und haben dann einen Buff drauf, tragen das hier hoch. Schmeißen dann die Leiche auf den Haufen und der Haufen wird immer größer. Und wenn der Haufen quasi komplett voll hochgesteckt ist, also auf 25, dann kommt ein Rare. Und dieser Rare schimpft sich dann, ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken, ich glaube Herr der Leichenfliegen war das. Genau, Herr der Leichenfliegen heißt dieser Rare. Und der kann dann wiederum ein Item droppen. Der droppt nicht das Mount direkt. Das ist übrigens bei diesen ganzen Covenant Mounts, die über die Events stattfinden, so, die Mounts droppen immer nicht direkt, sondern man kriegt, wenn eine Quest oder man bekommt quasi ein Item. Das Item ist hier, hier Schlupfbereiche Leichenfliegenei. Ich glaube, am Anfang heißt es nur Leichenfliegenei. Erst wenn es dann dementsprechend hier umgewandelt wird, ist es ein Schlupfbereites. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das ursprüngliche heißt, ob ich das nochmal irgendwo raussuchen kann. Ja, da haben wir es. Und zwar hat das eine Dropchance von etwa 1%, ne? Also, ich habe jetzt mal auf Überhead das nochmal rausgesucht. Kleines Leichenfliegenei heißt das ursprüngliche. Und sobald es dann quasi, wenn man 3 Tage abgewartet hat, dann wird es zu diesem Schlupfbereites und dann kann man es quasi öffnen und gibt dann dementsprechend das Mount. Hier, die Leichenfliege kommt gerade runter. Jetzt machen wir das mal auf. Tada, ihr seht, hier ist das Mount einmal drin. Und das können wir jetzt lernen, Herr der Leichenfliegen. Und das ist jetzt quasi die zweite Version von den Leichenfliegen, die ich mir geholt habe. Leichenfliege. Hier haben wir es. Genau, das ist die ursprüngliche Version, die man über die Kampagne bekommt. Beziehungsweise, wenn man, ich glaube, Ruhm 45. Bei mir war es dann, als ich den nächsten Teil der Kampagne gemacht habe. Aber ihr könnt es wahrscheinlich auch ohne Kampagne hochspielen, die Ruhmstufen. Das hier haben wir jetzt hier von dem Event bekommen und dann gibt es ja noch 2 andere Varianten. Eine, wenn man eine gewisse Ruhmstufe hat, ich meine es war über 70 braucht man, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich muss es nochmal nachgucken. Ich meine irgendwas um die 70 rum brauchte man dafür, dass man das gekriegt hat. Jetzt schauen wir mal, relativ hoch war es auf jeden Fall, okay, doch es war sogar 70, seht ihr, genau. Ruhmstufe 70 und die andere war ehrfürchtig bei der neuen Fraktion hier, Dead Advanced oder wie die auch immer heißt, ne? Genau, jetzt haben wir das nochmal um. Übrigens, das Mount können dann auch nur Necrolord-Spieler rausziehen, also wenn ihr kein Necrolord-Spieler seid, könnt ihr zwar, wenn ein Necrolord das angequatscht hat, zusätzlich den Rare umhauen und hier Materialien kriegen, aber das Mount an sich kriegen natürlich nur Necrolord-Spieler. Heißt, wenn ihr das farmen wollt, könnt ihr das täglich hier machen. Das Event ist auch tatsächlich immer da und dementsprechend täglich mit euren Necrolord-Chars abfarmen. Mit euren anderen Chars könnt ihr, wenn ihr bei den anderen Covenants seid, natürlich die anderen Rares abfarmen. Der von den Nightfee ist hier oben bei 33,40. Dann haben wir einen bei den Kyrianern. Der startet hier bei den Koordinaten 56, 32 und läuft dann hier hinter und wird da quasi beschworen. Oder ja, irgendwo hier wird, läuft er dann hinter. Da muss man so einen Typen nachlaufen. Und der von den Ventier ist hier bei 46, 79. Die anderen Sachen sollen anscheinend über eine Quest getriggert werden. Da hatte ich noch kein Glück.
Ich mache dann zu diesen Events nochmal extra Videos, sobald ich soweit bin und die Mounts habe. Dann kann ich es nochmal ein bisschen genauer erklären. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.